Viele Einkäufe, die man das ganze Jahr über aus den verschiedensten Gründen immer wieder aufschiebt, werden im Urlaub realisiert. Sei es nun Kleidung, Schmuck oder das langgesuchte Bild für die Wohnzimmerwand. Auf diese besondere Kaufbereitschaft in den Urlaubsorten hat sich in neuerer Zeit eine Gruppe von betrügerischen Geschäftemachern spezialisiert. Einen ihrer Tricks schildert nun unser nächstes Filmbeispiel. Wollen Sie noch ein bisschen Kaffee? Nein, vielen Dank. Ach, können Sie mir noch etwas von dieser köstlichen Aprikosenmarmelade bringen? Ja, gern. Nein, die ist wirklich gut. Die mag ich auch sehr gern. Ich habe ja früher die Marmelade selber gekocht. Ist wahr? Ja. Aber ich muss mal fragen, wo die her ist. Ja. Vielleicht kannst du dir die ja dann auch kommen. Die ich Carola Herzog und ihre Freundin Annemarie Reinbach verbringen seit mehreren Jahren im Sommer einen gemeinsamen Erholungsurlaub in einem Kurhotel in Bayern. Die beiden Damen aus Wilhelmshaven genießen die ruhige und freundliche Atmosphäre in dem gepflegten Haus. Aber sie sind auch dankbar für die verschiedenen Veranstaltungen, mit denen im Hotel für Abwechslung und Unterhaltung gesorgt wird. Na, sag mal, was wollen wir denn heute machen? Sag mal, ist heute nicht diese Modenschau, von der wir vor ein paar Tagen geredet haben? Ach, richtig. Die sollten ja mit was sein. Das würde mich schon interessieren, was die so haben. Die werden sich doch wohl nach dem Publikum richten und nicht so hypermoderne Sachen vorführen. Dafür sind wir doch wohl schon ein bisschen zu alt, ne? Wieso? Ich sag immer, man muss mit der Zeit gehen. Wenn mir was wirklich gefällt, dann kann es ruhig ein bisschen modischer sein. Ja, meinetwegen. Lassen wir uns überraschen. Mhm. Du, da fällt mir einem Flur hängt ein Plakat. Ich werde mal hingehen und sehen, wann es anfängt. Ja. So. Und dies, meine Damen, unser Renner für die kommende Herbstsaison. Modell Carina. Ein modisch, zeitloses Kostüm, in dem Sie immer gut angezogen sind. Hervorragende Qualität, Schurwolle, auf Taft gefüttert. Und wir liefern dieses Modell in Marine, Natur, Grau und Schwarz. Und wie Sie sehen, tadelloser Sitz. Ein Zweiteiler, in dem Sie sich sehen lassen können, meine Damen. Und natürlich auch dieses Modell auf Wunsch nach Maß. Und das Ganze erhalten Sie von uns praktisch geschenkt. 346 Mark für dieses Spitzenmodell. Und hier, meine Damen, unser Modell Veronique, ein sehr elegantes Kleid im modischen Dessin aus besonders edlem Material. Die beiden Frauen bereuen es nicht, dass sie sich für den Besuch der Modenschau entschieden haben, die von einer Firma aus Passau durchgeführt wird. Wir liefern dieses Kleid mit Gürtel. Die gezeigten Modelle treffen genau den Geschmack des meist schon etwas reiferen Publikums. Ganze 265 Mark für diese wirklich gelungene Kreation. Und auch Frau Herzog findet schließlich eines der Kleider besonders interessant. Du, das Kleid gefällt mir wirklich gut. Meinst du, dass mir das steht? Ja, bestimmt. Ich finde es ausgesprochen hübsch. Ja, und gar nicht mal so teuer. Schließlich ist es aus Seide. Ob die das wohl in meiner Größe haben? Wieso? Kannst du doch auch als Maßanfertigung haben, hat er doch eben gesagt. Ach ja, natürlich. Und nun unser letztes Modell vor der kleinen Pause, in der wir Sie mit etwas Musik unterhalten werden. Und da haben Sie dann noch die Möglichkeit, sich die Kleider nebenan in unserer kleinen Boutique noch mal genau anzusehen und natürlich auch zu bestellen. Ein leichter Herbstmantel, das Modell Ariane, führen wir Ihnen jetzt vor. Das Material besonders strapazierfähig und knitterarm. Weichfallend, Seitentaschen und ein Kragen mit verschiedenen Variationsmöglichkeiten. Unterseite kord gefüttert. Natürlich auch hier wieder der Preis, unsere besondere Leistung. 232 Mark. Die Geschäfte des Veranstalters gehen nicht schlecht.
Auch hier bestätigt sich die alte Erfahrung, dass das Publikum im Urlaub besonders kauffreudig ist. In den 70er und 80er Jahren war es gang und gäbe, dass Hörspiel- und Synchronsprecher auch mal Werbespots gesprochen oder gespielt haben oder in Sendungen wie Aktenzeichen XY oder Nepper Schlepper Bauernfänger mitgespielt haben. Und sie konnten es ja. Und welch Freude für uns, wenn wir sie dann entdeckt haben. Und oftmals haben wir sie erst an der Stimme erkannt, weil wir gar nicht wussten, wie sie ausschauen. Herrlich. Aber jetzt weiter im Text. Marianne Kehlau, Gerda Maria Jürgens, Werner Cattano. So wie andere Damen informiert sich auch Frau Herzog in der kleinen Pause über das Kleid, das ihr besonders gut gefallen hat. Findest du es ganz schön? Bitte schön, die Damen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, mir gefällt dieses Kleid. Ja. Sagen Sie mal, in welchen Größen haben Sie das? Bis Größe 44 ist es da. Ach nein, das können wir wohl vergessen. 44, nein, damit komme ich nicht aus. Wir können es Ihnen ja auch nach Maß anfertigen. Da haben Sie dann die Gewissheit, dass es passt. Ach, ja, also das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Auch vom Material her. Mhm. Sagen Sie mal, wenn Sie mir das jetzt Maß anfertigen, wird das sehr viel teurer? Ach, Ivo, nein, das macht nur 15% mehr. Aber wie gesagt, dann haben Sie eben auch was, was genau sitzt. 15%? Wie viel ist denn das? Das Kleid kostet 265 Mark bis Größe 40, ab 42 dann 280 Mark. Dazu kämen dann noch die 15%, das wären dann nochmal 28 und 14, also zusammen 322 Mark. Und da wir ab 300 Mark Porto freiliefern, haben Sie doch einen kleinen Vorteil dadurch. Ja, soll ich denn mal Maß nehmen? Mach das doch, wenn es dir gefällt, ist doch wirklich sehr hübsch. Und steht dir bestimmt sehr gut. Ja, also los, dann fangen Sie an. Sie werden bestimmt zufrieden sein mit diesem Modell. Darf ich? Ja. Dieser Seidenstoff trägt sich wirklich angenehm. Ist vor allem auch sehr pflegeleicht. Sagen Sie mal, wie geht denn das jetzt weiter? Muss ich gleich bezahlen oder wie ist das? Nein, nein, ich notiere mir das jetzt nur. Auch Ihren Namen und Ihre Adresse und so. Sie brauchen dann nur noch die Bestellung zu unterschreiben. Das Kleid kommt dann mit der Post per Nachname. Und wie gesagt, ohne Portokosten für Sie. Und wie lange wird das ungefähr dauern? Ich meine, wenn Sie das extra anfertigen, das braucht doch sicher eine ganze Zeit. Das geht sehr flott bei uns. In 4 Wochen haben Sie Ihr Kleid. Ach, das passt mir sehr gut. Da bin ich gerade wieder zu Hause. Ja, Dankeschön. So, dann brauche ich noch Ihren Namen und Ihre Adresse. Carola Herzog, Deichstraße 17, Wilhelmshaven. So, wenn Sie hier dann bitte unterschreiben würden. Ja, danke. Die Firma aus Passau hält Wort. Nach knapp 4 Wochen liefert der Postbote bei Frau Herzog in Wilhelmshaven das bestellte Kleid ab. Vereinbarungsgemäß wird es per Nachname geschickt. Ja, bitte, wer ist denn da? Die Post, ich habe ein Nachnamepaket für Sie. Danke. So. Ja. Das sind also 100, 200, 320. Und 5 Mark. Können Sie mir rausgeben? Was dran? Ach, das war. 2, 3. Dankeschön. Das ist für Sie. Dankeschön. Danke. So, jetzt so, geht. Danke. Wiederschauen. Wiedersehen. Carola Herzog ist erfreut darüber, dass die Firma so prompt geliefert hat. Und nun ist sie natürlich auch etwas gespannt, wie das neue Kleid ausgefallen ist. Was ist das denn? Das gibt es doch nicht. Sie hat ein völlig anderes Kleid. Und grün. Das steht mir doch gar nicht. Ist doch gar keine Seide. Was mache ich denn bloß? Rheinbach? Was sagst du? Hey, lieber Rito-Freund, ist dir was aufgefallen? Man hat früher viel sorgfältiger gefilmt. Das ist alles inszeniert wie ein Spielfilm. Vergleich das heute mal mit einer Episode aus Aktenzeichen XY.
Das ist nicht mehr so. Ich erinnere an den kleinen Clip, den Gerd Günther Hoffmann, die Stimme von Captain Kirk, ja, was der da von sich gegeben hat. Schnell synchronisiert, schnell abgeliefert und das zeigt sich eben dann an der Qualität. Aber wir sind jetzt hier im Jahre 1981 und da ist die Welt noch in Ordnung. Rheinbach? Was sagst du? Ich kann dich überhaupt nicht verstehen, Carola. Du bist ja so aufgeregt, was ist denn los? Nun sprich doch mal etwas langsamer. Was denn, ich soll langsamer sprechen? Du bist gut, ich bin völlig fertig. Stell dir vor, das Kleid ist angekommen, das ich neulich auf der Modenschau gekauft habe. Es ist völlig unmöglich, wirklich völlig unmöglich. Nicht nur, dass es nicht passt, nein, auch das Muster ist grässlich. Das kann ich überhaupt nicht anziehen. Nein, das sieht ja aus wie eine Vogelscheuche. Vielleicht muss es sich erst ein bisschen aushängen. Ja, oder... Du hast es etwas anders in Erinnerung. Was heißt denn aushängen? Das kann man nur weghängen. Ach, am besten wegwerfen. Und ich habe dem Postboten das ganze Geld gegeben. Was mache ich denn jetzt bloß? Kannst du nicht mal rüberkommen? Du musst es dir unbedingt ansehen. Wenn du meinst, ich wollte heute sowieso in die Stadt. Ja, ich komme dann auf den Sprung bei dir vorbei. Aber beruhige dich inzwischen. Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Also, bis dann. Der Veranstalter der Modenschau hat ein Kleid geliefert, von dem man auch mit viel Großzügigkeit nicht behaupten kann, dass es Frau Herzog passt. Von Maßarbeit jedenfalls kann keine Rede sein. Nee, wie soll ich dir denn dabei helfen? Ach, nein, ja, nur irgendwas könntest du das sitzt er unmöglich, sitzt das hier. Guck mal, und auch kein Gürtel. Schlaf ist ja da, aber Gürtel nicht. Oh, nur sag mal, habe ich nur wieder übertrieben? Das ist ein schreckliches Ding, oder? Nee, übertrieben hast du bestimmt nicht, aber... Ich glaube auch gar nicht, dass da noch irgendwas zu machen ist. Das ist doch total in sich verschnitten. Und dann die Farbe und dieses grässliche Muster. Ja, stimmt überhaupt nichts. Also das ist X-Nummern zu weit. Du schau dir das an, du. Mit der heißen Nadel genäht hier. Also verarbeitet ist das zum Heulen. Was mache ich denn nur bloß? Also behalten will ich das nicht. Vor allem nicht zu diesem Preis. Nee, also das hast du so nicht bestellt. Entweder die liefern dir das, was du bestellt hast, oder sie müssen das Geld wieder zurückschicken. Das Beste ist, du packst das Kleid wieder ein und schreibst den entsprechenden Brief dazu. Ja, da hast du recht. Das ist wirklich das Beste. Den Karton habe ich noch, da packe ich das Kleid rein und bringe ich es zur Post. Mhm. Du, machst du mir mal eben den Reißverschluss auf? Ja. Das Schöne bei uns Retro- und Hörspiel-Nerds und Stimm-Nerds ist, dass wir gleich immer googeln. Das ist ein großer Vorteil zu früher. Früher konnten wir das nicht, ja. Hier sehe ich, wann ist Gerda Maria Jürgens geboren? 17, ja, 98 gestorben. Was hat die Frau alles gemacht? Meine Güte, sie hat sehr, sehr viel gemacht. Ich bin schier begeistert und für mich wird sie immer die Granny Josephine Summerstick aus der Craven Road bleiben mit ihren frechen Trillingen. Baff, baff, baff. Und Marianne Kehlau, die hatte ja nach diesem Dreh hier noch so viele Top-Rollen, ja. Da kam Letitia Redford mit der wandelnden Vogelscheuche und da kamen noch so viele tolle Produktionen bis zu ihrem Tod 2002. Ja, wir können uns da echt voll Dankbarkeit verneigen. Und nun kommen wir zum Finale. Wie geht die Sache aus, ja? Lasst uns mal schauen. Und nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Däumchen drücken, ja, danke. Ach, liebe Güte, der Reißverschluss klemmt auch noch. Ach, nur sag bloß. Noch am gleichen Tag bringt Carola Herzog das Kleid wieder zur Post. Insgeheim hofft sie, dass die Firma den Fehler korrigiert und ihr, wie versprochen, das Kleid so liefert, wie sie es bestellt hat. 3,80 Mark bitte. Ja. Ja, bis dann. Bitte. Dankeschön. Wiedersehen. Bin ich ja gespannt, was jetzt passiert. Passiert ist, wie in den meisten Fällen dieser Art, gar nichts. Die Firma hat einen Brief mit ein paar Ausflüchten zurückgeschrieben und als Frau Herzog sich damit nicht zufrieden gegeben hat, hat sie überhaupt nicht mehr geantwortet. Die Kunden dieser Firmen bleiben in aller Regel auf ihrem Schaden sitzen. Denn nur die allerwenigsten nehmen die Mühe und das Risiko auf sich, gegen solche Firmen zu prozessieren. Der Weizen dieser windigen Geschäftemacher blüht im Übrigen nicht nur hier in den deutschen Urlaubsgebieten, sondern auch überall dort im Ausland, wo besonders viele deutsche Gäste anzutreffen sind. Zum Beispiel auf Mallorca. Erst vor kurzem sah sich aus diesem Grund eine Verbraucherzentrale veranlasst, gerade vor diesen Mallorca-Einkäufen
zu warnen. Es ist unmöglich, von Hörspielstimmen nicht gefesselt zu sein. Danke für deine Aufmerksamkeit, danke für ein Abo, für ein Like, danke, dass du uns gewogen bleibst.